Herzlich willkommen zum Rechnungswesen-Check Nummer 1. Unser heutiges Thema ist die Bilanz und der Buchensatz. Was ist überhaupt eine Bilanz und wofür werden Buchensätze benötigt? Wir sehen uns an, wie eine Bilanz aufgebaut ist, warum eine Bilanz überhaupt erstellt wird, was ein Buchensatz ist und wie der Buchensatz und die Bilanz zusammenhängen. Wie ist also eine Bilanz aufgebaut? Eine Bilanz hat immer zwei Seiten. Auf der linken Seite, der Aktiva, steht das Vermögen, das ein Unternehmen hat, das Vermögen, mit dem ein Unternehmen arbeiten kann. Ganz oben steht immer das Anlagevermögen. Das sind zum Beispiel Grundstücke oder Büroerstattung, also all das, das langfristig im Unternehmen bleibt, also mindestens ein Jahr. Auch in der Aktiva steht das Umlaufvermögen. Das sind die Gegenstände, die nicht so lange in einem Unternehmen bleiben, sondern unser Unternehmen schnell auch wieder verlassen. Das sind zum Beispiel Handelswaren, die eingekauft werden, kurz auf Lager kommen und gleich wieder verkauft werden. Im Umlaufvermögen steht auch die Bank, wo die einzelnen Euros auch nicht so lange oben liegen bleiben. Das heißt, in unserer Aktiva steht all das, was unser Unternehmen wirklich hat. Zählen wir das zusammen, unsere Anlage und unser Umlaufvermögen, bekommen wir die Bilanzsumme. Und die Bilanzsumme, das ist der buchhalterische Wert unseres Vermögens. Das heißt, verkaufen wir das ganze Anlage- und Umlaufvermögen, dann sollten wir genau den Wert bekommen, der auch unserer Bilanzsumme entspricht. Wir haben eine abnehmende Verweildauer des Vermögens von oben nach unten. Oben das Anlagevermögen bleibt sehr lang im Unternehmen und das Umlaufvermögen weiter unten bleibt nicht mehr so lang im Unternehmen. Das heißt, unser Vermögen ist der Verweildauer nach geordnet. Die rechte Seite ist die Passiva. Was steht nun in der Passiva? Hier steht, wie wir das Vermögen finanziert haben, also wie das Anlage- und das Umlaufvermögen finanziert worden ist. Das kann einerseits durch Fremdkapital passiert sein, zum Beispiel ein Darlehen von der Bank, das aufgenommen wurde, um etwa einen Teil des Grundstücks zu bezahlen. Oder auch Lieferverbindlichkeiten, die entstehen, wenn wir Handelswaren einkaufen, sie aber nicht gleich bezahlen, sondern erst ein, zwei Monate später bezahlen. Das ist also unser Fremdkapital, Geld, das wir uns ausgeborgt haben und mit dem Vermögen in der Aktiva finanziert wurde. Und der Rest ist Eigenkapital. Das Eigenkapital zeigt uns also, wie viel von dem Vermögen wirklich mir gehört. Eigenkapital und Fremdkapital zusammen muss wieder der Bilanzsumme entsprechen, muss also genauso hoch sein wie Anlage- und Umlaufvermögen. Das heißt, Aktiva und Passiva sind immer gleich hoch. Rechnen wir unser Anlagevermögen und unser Umlaufvermögen zusammen, und ziehen wir davon das Fremdkapital ab, bekommen wir unser Eigenkapital. Das Eigenkapital ist eine ganz wichtige Größe, die zeigt uns, wie viel von dem Vermögen wirklich uns gehört. Verkaufen wir also Anlage- und Umlaufvermögen, bekommen wir einen Geldbetrag, mit dem können wir das Fremdkapital zurückbezahlen und was dann wirklich noch bleibt, ist unser Eigenkapital. Die Bilanz ist immer eine Zeitpunktdarstellung am Ende des Geschäftsjahres. Das heißt, die Bilanz stimmt wirklich nur an einem Tag, und zwar an dem Stichtag, mit dem sie erstellt worden ist. Davor und danach stimmt sie nicht mehr, weil sich schon Änderungen ergeben haben können. Die Bilanz ist also eine Zeitpunktdarstellung. Sehen wir uns nun also an, wozu eine Bilanz überhaupt erstellt wird. Eine Bilanz muss erstellt werden.
Das ist eine Vorgabe des Staates, denn der Staat will ja Steuern auf unseren Gewinn haben. Das heißt, es muss eine Grundlage geben, nach der der Gewinn berechnet wird. Das passiert durch unsere Buchhaltung. Wir müssen also die Bilanz für den Staat erstellen, damit das Finanzamt weiß, wie viel Steuer wir bezahlen müssen. Andererseits kann die Gesellschaft sehr interessiert an der Bilanz sein. Besonders große Unternehmen haben einen wichtigen Einfluss auf die Gesellschaft, verändern die Lebens- und Arbeitsbedingungen und daher hat auch die Gesellschaft ein großes Interesse daran, zu sehen, wie ein Unternehmen aufgestellt ist und wie ein Unternehmen arbeitet. Auch Gläubigerinnen, wie Banken oder Lieferantinnen zum Beispiel, brauchen eine Grundlage, aufgrund der sie entscheiden können, ob sie uns jetzt zum Beispiel Geld borgen. Möchte ein Unternehmen sich Geld von einer Bank ausborgen, dann ist es recht gut, wenn Aufzeichnungen vorliegen, wie eine Bilanz zum Beispiel, mit der man zeigen kann, wie gut das Unternehmen im Moment dasteht. Auch andere Geschäftspartnerinnen sind interessiert daran, einen Einblick in unser Unternehmen zu bekommen. Zum Beispiel für langfristige oder auch strategische Beziehungen ist es ganz wichtig, dass Vertrauen besteht und die Bilanz ist ein gutes Instrument, wie man anderen Personen einen Einblick ins Unternehmen geben kann. Und zum Schluss selbst, auch das Unternehmen kann die Bilanz verwenden, um daraus etwa Kennzahlen zu errechnen, um einen Bericht anzufertigen und zu schauen, wie gut es dem Unternehmen geht, wie sich das Unternehmen im Moment entwickelt. Wie wird nun eine Bilanz erstellt? Eine Bilanz wird immer mit einem bestimmten Abschlussstichtag erstellt. Das kann der 31.12. sein, es kann aber auch jeder andere Tag sein, an dem unser Geschäftsjahr endet. Für die Bilanzerstellung wird erstmal die alte Bilanz, die vom Vorjahr hergenommen. Dann werden alle Veränderungen, die während dem Geschäftsjahr passiert sind, berücksichtigt und daraus wird die neue Bilanz erstellt. Sehen wir uns nun also an, wie sich eine Bilanz verändern kann. Zu diesem Zweck haben wir eine Beispielsbilanz. In der Aktiva unser Betriebsvermögen. Da steht ein Grundstück im Wert von 800.000 Euro drinnen. Geschäftsausstattung wie Büromöbel etwa im Wert von 40.000 Euro. Es liegen Handelswaren im Wert von 25.000 Euro auf Lager. Auf der Bank besteht ein Guthaben von 15.000 Euro und in der Kasse liegen im Moment 5.000 Euro drinnen. Alles zusammengezählt arbeiten wir im Moment mit einem Vermögen von 880.000 Euro. Um zu sehen, wie dieses Vermögen finanziert worden ist, müssen wir einen Blick in die Passiva werfen. In diesem Fall gibt es ein Darlehen in der Höhe von 400.000 Euro. Und der Rest ist Eigenkapital. Um zu sehen, wie hoch das Eigenkapital ist, können wir uns einmal anschauen, wie hoch die Passiva insgesamt ist. Wir wissen, Aktiva und Passiva müssen immer gleich hoch sein, das heißt 880.000 Euro. Von den 880.000 Euro haben wir uns 400.000 Euro mittels einem Darlehen ausgeborgt. Die restlichen 480.000 Euro sind Eigenkapital. Sehen wir uns nun also einen Geschäftsfall an. Geschäftsfall ist die Bezeichnung für eine Vermögensänderung. Das heißt, immer wenn sich etwas im Vermögen ändert, wenn etwa Geld aus unserer Kasse kommt oder wenn wir etwas einkaufen, dann ist das ein Geschäftsfall. Dieser Geschäftsfall lautet, das Unternehmen kauft einen Büroschrank um 1.000 Euro und bezahlt diesen bar. Der Büroschrank gehört in diesem Fall zur Geschäftsausstattung. Zu jedem Geschäftsfall wird ein Buchungssatz erstellt. Ein Buchungssatz übersetzt den Geschäftsfall in eine Bilanzierungssprache. Das heißt, der Geschäftsfall wird so dargestellt, dass er in die Bilanz aufgenommen werden kann. Wie ein Buchungssatz aufgebaut wird, schauen wir uns dann in der zweiten Einheit des Rechnungswesen-Checks an. In dem Fall heißt der Buchungssatz Geschäftsausstattung an Kasse
mit 1.000 €. Dieser Buchensatz wird nun auf die betreffenden Konten eingetragen. Der Büroschrank gehört zur Geschäftsausstattung. Das heißt, auf dem Konto Geschäftsausstattung wird eingetragen, dass wir hier einen Büroschrank dazu kaufen. Im Moment hatten wir 40.000 € drinnen. Wir sehen, wir haben einen Büroschrank um 1.000 € gekauft. Diese 1.000 € werden auf das Konto dazugeschrieben und somit haben wir in der Bilanz nicht mehr 40.000, sondern 41.000 € Geschäftsausstattung. Dasselbe passiert auf dem Konto Kasse. Da wird notiert, was sich in der Kasse so tut. Zuerst waren 5.000 € drinnen. Wir haben den Büroschrank bar bezahlt, das heißt Geld aus der Kasse genommen. Das wird eingetragen auf dem Konto Kasse. Jetzt haben wir nicht mehr 5.000 € in der Bilanz stehen, sondern nur mehr 4.000 €. Das heißt, mit jedem Geschäftsfall wird ein Buchungssatz erstellt. Dieser Buchungssatz übersetzt den Geschäftsfall in Bilanzierungssprache. Es wird auf den betreffenden Konten, hier Kasse und Geschäftsausstattung, eingetragen und bei der Bilanzerstellung dann berücksichtigt. Ein zweites Beispiel noch. Wir nehmen wieder unsere Bilanz her mit dem Vermögen und der Finanzierung, so wie wir sie vorher hatten, und ein neuer Geschäftsfall. Diesmal kauft das Unternehmen Handelswaren im Wert von 5.000 € ein und nimmt dafür einen Kredit bei der Lieferantin auf. Das ist gang und gäbe. Unternehmen kaufen oft Waren ein und bezahlen diese erst später. Und bis sie bezahlt werden, besteht ein Lieferantinnenkredit. Wir haben jetzt also nicht mehr 25.000 € Handelswaren, sondern 30.000 €. Wie sind diese 5.000 € finanziert worden? Diesmal ist kein Geld aus der Kasse gegangen, sondern wir haben einen Kredit aufgenommen. Dieser Kredit heißt Lieferverbindlichkeiten. Das heißt, wegen einer Lieferung schulden wir jemandem noch etwas. Und zwar die 5.000 €. Nun hat sich unsere Aktiva erhöht, ohne dass sich etwas in der Aktiva sonst noch vermindert hätte. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr 880.000 € Vermögen, sondern 885.000. Das heißt nicht, dass wir reicher geworden sind. Unser Eigenkapital hat sich nicht verändert, aber unser Unternehmen ist jetzt größer geworden. Der Geschäftsfall übersetzt in Bilanzierungssprache wäre in diesem Fall Handelswarenvorrat an Lieferverbindlichkeiten mit 5.000 €. Werfen wir nun einen genaueren Blick auf die Bilanz. In der Aktiva steht unsere Anlage und das Umlaufvermögen. In der Passiva steht, wie wir dieses finanziert haben, nämlich das Fremdkapital und das Eigenkapital. Die einzelnen Posten, die unter diesen vier Kategorien angeführt sind, zum Beispiel Grundstücke oder Darlehen, diese werden Konten genannt. In Österreich sind die Konten geordnet. Und zwar in verschiedenen Klassen. Beginnend bei 0 und endend bei 9 sind die Konten in 10 Klassen geordnet. In der Klasse 0 stehen die Sachen, die sehr lange im Unternehmen bleiben. Grundstücke, Gebäude, LKWs, PKWs bleiben über mehrere Jahre im Unternehmen und gehören deswegen zum Anlagevermögen. Also im Anlagevermögen in der Bilanz sind alle Konten der Klasse 0 geordnet. In der Klasse Nummer 1 stehen die Vorräte, zum Beispiel die Vorräte an Handelswaren. Diese gehören zum Umlaufvermögen. In der Klasse Nummer 2 ist die Kasse, die Bank oder Forderungen, die wir an Kundinnen und Kunden haben. Auch das gehört zum Umlaufvermögen. Alle Konten, die hier gelistet sind, in der Aktiva, diese werden aktive Bestandskonten genannt. Also alle Konten der Klasse 0, 1 und 2. Diese Bezeichnung ist noch später ganz wichtig, wenn wir uns überlegen, wie Buchungssätze erstellt werden. In der Klasse Nummer 3
stehen die Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten können entstehen, wenn wir zum Beispiel Handelswaren einkaufen und sie nicht gleich bezahlen oder wenn wir ein Darlehen aufnehmen. Das sind also Schulden, die wir anderen gegenüber haben. Sie gehören zum Fremdkapital. Das Fremdkapital und das Eigenkapital, das gehört zu den passiven Bestandskonten. Also alle Konten der Klasse Nummer 3 und das Eigenkapital. Was steht nun in den anderen Kontenklassen, wenn unsere Aktiva und die Passiva nun schon gefüllt sind? In der Klasse 4 zum Beispiel stehen Erlöse. Erlöse zum Beispiel, wenn wir eine Wohnung vermieten und dafür Geld bekommen, dann erhöht sich unser Umlaufvermögen, also zum Beispiel die Kasse oder die Bank, aber es fließt sonst nichts ab oder es kommt nichts dazu. Die Erlöse, die verändern nämlich unseren Gewinn. Und dafür gibt es ein eigenes Instrument, nämlich die Gewinn- und Verlustrechnung. In dieser GUV werden alle unsere Erlöse, also zum Beispiel die Kontenklasse 4, angelistet und von diesen werden die Aufwände abgezogen. Aufwände entstehen zum Beispiel durch Materialaufwand, wenn wir also Material verbrauchen, oder durch Personalaufwand, Löhne und Gehälter an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder sonstige Aufwände. Das heißt, die Klassen 5, 6 und 7 sind in unserer GUV als Aufwände gelistet. In der Klasse Nummer 8 stehen Zinsen. Zinsen können entweder wir bekommen, weil wir Geld verborgen, oder wir können auch Zinsen bezahlen für ein Darlehen, das wir bekommen haben zum Beispiel. Zinsen können also entweder Erlöse oder Aufwände sein. Alle Konten, die unter den Erlösen gelistet sind, also 4 und Teile von 8, sind Ertragskonten. Alle Konten bei den Aufwänden 5, 6, 7 und Teile von der Klasse 8 sind Aufwandskonten. Damit haben wir unsere 4 Kontenklassen alle fertig. Wie gesagt, diese sind dann ganz wichtig für die Erstellung eines Buchungssatzes. In der Gewinn- und Verlustrechnung, wenn wir von allen Erlösen die Aufwände abziehen, kommt ein Gewinn oder ein Verlust heraus. Das heißt, wir sehen dann, ob wir reicher oder ärmer geworden sind. Und dieser Gewinn und Verlust wirkt sich deshalb auf unser Eigenkapital aus. Machen wir einen Gewinn, gehört uns mehr vom Unternehmen. Machen wir einen Verlust, gehört uns weniger. Das heißt, der Gewinn und Verlust schlägt sich aufs Eigenkapital nieder. Und dieses Eigenkapital steht mit einigen anderen Konten in der Klasse Nummer 9. Fassen wir kurz zusammen, was wir heute gelernt haben. Begonnen haben wir bei der Bilanz. Diese zeigt zu einem Stichtag das Vermögen, das ein Unternehmen hat und wie dieses finanziert worden ist, also die Schulden und das Eigenkapital. Die Bilanz stimmt immer nur genau an einem Tag. Immer wenn sich etwas im Vermögen ändert, nennt man das Geschäftsfall. Dieser Geschäftsfall wird mit Hilfe eines Buchungssatzes in Bilanzierungssprache übersetzt. Dieser Buchungssatz wird auf Konten eingetragen. Die Konten zeigen nämlich die einzelnen Bilanzpositionen. Sie zeigen, wie hoch sie im Moment sind und alle Veränderungen werden auf den Konten eingetragen. Und schließlich am nächsten Stichtag zu einer neuen Bilanz geformt. Und jetzt noch zu einer Frage, die ich persönlich als viel wichtiger als Rechnungswesen erachte, nämlich: